Ich muss allen bekannt geben, dass die Erdbebenopfer in Sisak nun zwangsgeimpft werden. Ich habe die Information aus erster Hand. Gestern um 5 Uhr, es war schon dunkel, dann wurden Leute in einer Turnhalle, die untergebracht sind und dort Betten haben, die mussten rausgehen. Und draußen war ein Zelt des Roten Kreuzes mit der Impfmannschaft. Eine Frau, die ist etwa 70 Jahre alt, wollte sich nicht impfen lassen. Also nach der Reihe mussten die Leute sich impfen lassen und durften dann erst wieder zurück in die Turnhalle. Die Frau hat gemeint, sie lässt sich nicht impfen und will sich nicht impfen lassen. Darauf hat die Leiterin des Impfteams zu ihr gesagt, sie soll sofort ihre Sachen holen lassen aus der Turnhalle und darf nicht mehr zurück in die Turnhalle und soll zusehen, wohin sie geht. Also draußen war Regen, die haben die alte Frau, wollten die rausschmeißen. Und da hat die alte Frau dann halt nachgegeben und ließ sich impfen. Die hat noch gemeint, sie will selber ihre Sachen holen, aber sie wurde vom Roten Kreuz nicht mehr reingelassen in die Turnhalle. Und die wollten wirklich die Frau in den Regen schmeißen. Die soll zusehen, wie sie selber zurechtkommt. Und da ließ sich die Frau halt impfen und hat dann in der Turnhalle zu einem Mann gefragt, ob er sich auch impfen lassen wollte oder auch nachgegeben hat. Der hat gemeint, der hat auch nachgegeben, weil er nicht wusste, wohin er hin soll. Er kann nicht einfach so in den Regen gehen. Und demnach sind es Zwangsimpfungen. Die Leute werden gezwungen, auf Schändlichste sich impfen zu lassen. Das war gestern um 5 Uhr, abends, wo es schon dunkel war. Und es hat geregnet.